Und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem wunderschönen und super aufregenden Mäsejagdspiel. Nachdem wir ja nun diese riesige Höhle gefunden haben, in der es Unmengen, um nicht zu sagen, wahre Fluten an Mäse gibt, müssen wir diese natürlich komplett bergen. Wir haben ja schon eine gesamte Kiste voll davon. Ich hoffe, diese Trauma hören noch irgendwann wieder auf. Denn die Realität sieht leider etwas anders aus. Ah. Ja. Okay. Wo sind wir jetzt? Ach da ist der Ausgang vor. Siehst du, heute sind wir wieder alleine. Fällt mir gerade auf. Wollte gerade sagen, liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit, aber letztens, die Aufnahme gestern war ja genauso spät und da war ja auch so Ehren on. Nach der Uhrzeit kann man sowieso nicht gehen, weil viele Leute spielen in verschiedenen Ländern und dementsprechend, ne, nur weil hier dunkel ist in Berlin, heißt das noch lange nicht, dass in Japan dunkel ist und dementsprechend heißt es auch noch lange nicht, dass alle schlafen. Von daher. Männchen. Tja, wie groß wollen wir unsere Kreise noch ziehen? Bevor wir uns selber eingestehen, dass dieser Kampf hoffnungslos ist. Ich sag mal so, wir können bis zu 400 Fackeln aufstellen. Sobald die Fackeln, die wir jetzt machen können, also sobald unsere Kohle und unsere Stöcker quasi leer sind, werden wir dann auch einfach mal das hier dabei belassen. Ein bisschen Mäse haben wir mittlerweile. Ne? Von daher. Ach, Heimenächen, ist das traurig. Oh, Mäse. Sehr schön. Noch viel schöner. Super schön. Naja. Viel nicht, aber ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel Mäse wir überhaupt brauchen. Also ich meine, für das Laternenprojekt, was ich vorhatte, da werden wir auf jeden Fall noch massig Mäse brauchen. Das werden wir also noch nicht in Angriff nehmen können. Bei weitem noch nicht. Aber vielleicht reicht es zumindest schon mal aus für die Home-Decor-Geschichte, wo wir, also hier kommen Computerteile. Wobei, da brauchen wir auch relativ viel. Das werden wir also auch noch nicht schaffen können. Ich glaube nicht mal, dass alles das, was wir bisher gefunden haben, überhaupt für einen einzigen PC ausreichen würde. Das heißt, ich werde das mit dem PC bauen auch erstmal sein lassen, einfach weil das mit den Ressourcen, die wir bisher gefunden haben, einfach eine zu große Verschwendung wäre. Ich denke mal, das kann man nachvollziehen. So, da hinten ist noch ein großer schwarzer Fleck, der interessiert mich aber gerade nicht. Ich gehe einfach mal zurück. So, blau. Siehst du, es fällt hier eigentlich noch so ein richtig knallrotes Element. Irgendwas, was so richtig rot leuchtet. Also jetzt nicht so irgendeine Redstone-Abklatsch von Minecraft oder so ein Scheiß, sondern wirklich irgendein Erz, was aber halt so richtig rot leuchtet. Und ja, ich weiß, Redstone ist ja auch ein Erz, aber ich meine halt ein reelles Erz. Also etwas, was es auch im Echten gibt. Meinetwegen auch ein Kristall, ne, sowas wie, weiß nicht, hier halt, ja, Rubin. Wobei, Rubin bei der Höhe, ich weiß nicht, ob das realistisch wäre, das schon bei der Höhe zu finden. Aber zumindest irgendwas in die Richtung. Und schon sind unsere Fackeln alle. Naja, zwei Dinge haben wir noch. Ich mach die mal beide direkt, damit ich dann hier, ne, mein Crafting-Inventar wieder frei habe, um mir ein paar Stöcker zu machen.
Na, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel, egal. Schaden tut's nicht. Eisen. So, weil die Spitzhacke ist nämlich jetzt gleich auf der Tod. Werden wir also bald die nächste brauchen. Mittlerweile haben wir echt massig Mithril. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das so häufig finden. Oh, sehr schön. Ja, mittlerweile hält sich das aber, glaube ich, sogar schon fast die Waage. Also jetzt haben wir mittlerweile tatsächlich mindestens genauso viel Mese wie Rainbow Ore. Weil wir zwar am Anfang sehr viel Rainbow Ore gefunden haben, aber jetzt in letzter Zeit haben wir da doch mehr Mese gefunden. Aber es ist halt alles so scheiß selten. Vor allem kommen jetzt auch in letzter Zeit relativ wenig Monster, also, ne? Dafür, dass es hier so dunkel ist, könnten ruhig mal ein paar mehr Monster kommen. Oder ich sollte einfach mal meine Fresse halten und genau das Ding scheiße. Hallo, Ibims, komm her. Das Schöne bei den Dingern ist, die droppen wenigstens immer Mese und Diamanten. Und ja, ich habe das, dass sie die Welt zerstören, ausgeschaltet. Boah. Alter, wie weit Range? Oh, Alter, Hilfe. Wir sollten mal zu weiter geschützten Gefilden gehen, hier zum Beispiel. Hallo. Läuft er auch zu mir? Ja, er läuft zu mir. Hua! Hu! Ha! Ah, viel gut! Na, 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 na. Trab an, Mädel. Hab dich erst Tag hier. Verschwende! What the fuck? Ups, mir fällt gerade auf, wir haben kaum noch Leben. Vielleicht sollte ich doch mal was essen. Wir haben die Gurke nicht mehr eingepackt. Oh, Scheiße. Wir müssen diesen Kampf überleben. Sonst sind wir tot. Ich weiß, das klingt logisch. Ja! Aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Wer nicht lebt, ist in der Regel tot. Ich denke mal, dieser Logik kann jeder folgen. Aber war mir ja klar, ne? Ich habe gerade davon geredet, ne? Könnte ruhig mal ein paar mehr Monster sein. Oder ich vermisse die Monster und schon zack, bumm, kommt Dungeon Master. Easy. Ich weiß schon, wie man die Viecher anlockt. So, wir haben mittlerweile 12 Mesekristalle. Das ist. Ich weiß, es ist traurig, aber in Anbetracht der Tatsache, ne, kann man schon fast sagen, es ist eine Art Erfolg. Was kein Erfolg ist, ist, dass wir keinerlei Lebensmittel dabei haben. Das ist echt dumm, weil wir haben nämlich nur noch 14 Sättigung und 5 Leben. Eigentlich müsste ich jetzt, um zu gucken, ob wir das überleben oder ob wir tatsächlich einfach sterben, müsste ich jetzt manuell nach oben laufen. Ja, also jetzt nicht mit nach Hause teleportieren, sondern wirklich jetzt manuell gucken, ob wir es mit den Werten schaffen, nach Hause zu kommen. Also mit dem Leben dürfte kein Problem sein, außer wir treffen auf Monster, denke ich aber nicht, dafür ist der Schacht zu klein. Aber vor allen Dingen mit den Essenswerten, weil 15, 14. Sättigung ist nicht viel. Und so tief wie wir mittlerweile sind, denke ich mal, wir brauchen definitiv mehr, um einmal komplett nach oben zu kommen. Eigentlich müsste man jedes Mal wirklich manuell nach oben laufen. Also nicht mit dem nach Hause teleportieren, sondern wirklich manuell laufen. Die Sache ist, es wäre zwar an sich möglich, aber es dauert halt einfach mittlerweile ewig. Ich meine, wir sind irgendwo mittlerweile bei 600, 700, wo auch immer wir gerade sind, keine Ahnung. Es würde einfach halt ewig dauern. Ich meine, ich kann ja mal kurz gucken. Wir laufen einfach mal einmal nach oben. Können wir ganz kurz gucken. Wir haben ja hier Stats, ne? Stats. So, wir sind bei 3 Minuten, 3 Stunden 5. Gucken wir einfach mal, ne, wie lange wir jetzt einfach mal brauchen, wenn wir jetzt einfach mal nach oben laufen. Ich nehme mal, ne, Speed können wir gar nicht nehmen. Dafür haben wir gar nicht genug Nahrung.
Ich bin froh, wenn wir es so nach oben schaffen. Ganz schön langer Weg, by the way. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, wir haben schon 3500 Sachen abgebaut. Und 1200 platziert? Achso, na klar, die ganzen Fackeln. Obwohl, na nee, so viele Fackeln haben wir gar nicht platziert. Was haben wir denn bitte? Ach klar, die ganzen Leitern zum Beispiel auch noch. Ja, das ist ja alles dazu. Ja, ja. Wir haben in den letzten Tagen mehr angebaut als abgebaut. Es ist schon fast ein bisschen mikromatisch traurig. Also mit der Sättigung geht tatsächlich. Wir haben immer noch 13 Sättigung. Das heißt, wir nehmen gar nicht so stark, also so schnell ab, wie ich dachte. Von daher könnten wir uns tatsächlich, also wäre es doch tatsächlich legitim, uns einfach nach oben zu teleportieren, weil wir sind mit 13-14 gestartet und haben jetzt immer noch 13. Also ich sag mal so, im Durchschnitt nehmen wir wahrscheinlich nicht viel mehr als 2 Maximum ab. Ne? Also das, was der Sportlehrer sagt, ja, wenn du abnehmen möchtest, kletter einfach mal so eine kilometerlange Leiter hoch. Das war scheinbar nicht sehr hilfreich. Wie man sieht, wir nehmen dabei gar nicht ab. Oh, ich höre Wasser. Achso, dann ist ja schon die erste Höhle gedeckt. Da kommen wir gleich sogar bei unserer Wasserhöhle an. Bei unserer ganz großen ersten Ruhestätte. Hier und das unten war die erste Magmahöhle. Und wenn das die erste Magmahöhle ist, dann müsst ihr jetzt hier genau unsere ersten richtigen Tage. Ja, ja, wie heißt, wir sind schon fast oben. Wir sind fast ganz oben. Sehr schön. Es dauert halt einfach wirklich ewig. Das dauert fast 5 Minuten, einmal nach oben zu gehen. Holla die Waldfee. Ist ja schon nicht schlecht. Tu, ich bin die Eisenbahn. Wenn man nicht weiß, dass wir nach oben gucken, denkt man so, wir gucken jetzt gerade, also wir laufen quasi irgendwo lang. Genau, siehst du, hier ist die Wasserhöhle. Hier haben wir die ganz große Wasserhöhle, das heißt, wir sind gleich ganz oben. Da denkt man, wir laufen gerade irgendwie so auf Holzschienen, ne? Kann man sich echt so vorstellen, so wie sind so ein Zug. Tut, die Eisenbahn, wer will mit zur Oma fahren? Map. Aber wir gucken ja nicht nach vorne, sondern wir gucken nach oben. Ganz schön verwirrend, ne? Wenn man so kein Schwerkraftgefühl hat, weil man natürlich nicht im Spiel ist und damit nicht weiß, ne, wo so einem das Gewicht hinzieht, da könnte man hier echt, wenn man die ganze Zeit nach oben guckt, denken, also, ne, sich so räumlich so ein bisschen fehlorientieren lassen. Interessant. Also wir haben immer noch 13 Sättigung. Das heißt, uns hoch zu teleportieren ist komplett legitim. Das ist tatsächlich hungertechnisch macht das keinen Unterschied. Wir verlieren maximal 1 Sättigung. Von daher ist das bloß ein Zeitersparnis mit dem Hochteleportieren und damit legitim, finde ich, fürs Let's Play. Genau. So, dann holen wir uns jetzt mal ein bisschen hier Nahrung. Oh, nur schöne Nian-Katze. Ha! Immerhin schon mal eine gute Errungenschaft. So, wir haben 10 Rainbow-Ohr und 12 Mesekristalle. Also tatsächlich mehr Mesekristalle als... Achso, halt, nein. Da kommt der rein. Hier sind sogar 13. Heißt also, wir haben mittlerweile mehr Mesekristalle als Rainbow und damit ist wieder alles komplett in Ordnung. Die Welt ist wunderschön, ich bin mit allem zufrieden. Leck mich einfach am Arsch. Okay, Lebensmittel. Wir nehmen wieder hier die Gurken mit. Ich nehme mal den Stack hier mit. Und dann können wir auch einmal direkt wieder... Achso, siehst du, scheiße. Ah. Wir wollten noch gucken, wie lange wir brauchen. Was denn jetzt? Hä? Ein bisschen nicht... Hä? Warum gibt die F10-Taste nicht? Achso, F11. Wow. Wir haben gebraucht... Ah, okay. 4,5 Minuten... Also gerundet doch so ungefähr 5 Minuten. Um einmal komplett von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Beim Runterfallen geht es natürlich ein bisschen schneller. Ne? Da können wir ja hier einfach fallen, bis der Arzt kommt. Bitte hoffentlich kommt er nicht. Wow. Alter. Kriegst du aber schon Flocken.
Oder das Ende war. Achso, wir sollten noch mal was essen, sonst wird hier lebenstechnisch. Ups. Ja. So viel zu dem Thema. Ich bin ein Überlebenskünstler. Habe ich das schon erzählt? Damals, 1973? Ja. Gut, dann haben wir jetzt Nahrung dabei. Können wir jetzt mit dem Höhlenausleuchten weitermachen, auch wenn ich da mittlerweile keinerlei Hoffnung mehr habe, hier irgendwie noch brauchbare Mengen an Mete zu finden. Aber der Glaube stirbt zuletzt. Und das, obwohl ich nicht mal gläubig bin. Was sagt das über mich aus? Ich bin ein Vollidiot. Vielleicht finden wir noch ein paar Dungeon Master. Ich glaube mal, bei denen haben wir die beste Chance, schnell an Mese zu kommen. Einfach hier ein paar Monster killen. Das macht die ganze Sache auch ein bisschen aufregender. Ja, wobei jetzt, wo wir Nahrung haben und unsere Herzen, also unser Leben sich regeneriert, ist es mittlerweile auch nicht mehr aufregend. Es war ja gerade nur deswegen aufregend, weil wir quasi am Sterben waren. Diesen Luxus zu sterben oder sterben zu können, haben wir jetzt nicht mehr. Ach komm hier, Alter. Deine Mutter, du bringst doch eh nichts. Was du bringst, ist ein Witz. Na, siehst du, droppt gar nichts. Wisst ihr, früher, da wart ihr wenigstens noch hilfreich. Da habt ihr wenigstens Mese gedroppt. Apropos Mese. Ich hab da was gefunden. Ja. Echt voll viel, bin begeistert. Ich mach. Ne. Ich lasse jetzt hier mal mit Absicht tatsächlich mal ein paar dunklere Flächen, weil ich jetzt mittlerweile echt darauf abziele, hier Monster rauszulocken. Weil ich glaube, das ist auf kurz oder lang tatsächlich das Ergiebigste. Gegen Monster kämpfen, hier gerade gegen die Dungeon Master, ist wahrscheinlich die Art, wie wir am schnellsten an Mese kommen. Denke ich jetzt einfach mal. Meiner Naivität. Die Mesemonster bringen nun leider gar nichts. Die hatte ich auch ein bisschen ergiebiger im Sinne gehabt. Aber okay, ist in Ordnung. Ach, Männchen. Habe ich jetzt eigentlich gerade eine nächste Aufnahme gestartet oder ist jetzt immer noch die alte Aufnahme? Oh Gott, wie lange läuft die Aufnahme gerade? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, dann werden wir dem Mese-Projekt dann erstmal auf jeden Fall den Rücken kehren. Also ich werde heute halt, also jetzt die Folge jetzt nochmal hier zu Ende machen. 100 Fackeln haben wir ja noch. Und dann werden wir aber auf jeden Fall dann spätestens, sobald die Fackeln dann leer sind, uns erstmal ein anderes Projekt zu widmen. Zum Beispiel ein bisschen Terror besorgen und schon mal anfangen den Weg auszubauen in unsere Richtung. Hier ein bisschen sehr abdunkel. Oh, da oben ist sogar La Materialos Blaus. Da.
Yay, Rainbow Ore. Mehr nicht? Schade. Na gut. Reicht ja auch, sonst stimmt wieder unsere Bilanz nicht. So. Jutchen, 70 Fackeln haben wir noch. Ich bin mal gespannt, wo es hier in die Richtung hinter geht, weil hier scheint wieder runter zu gehen, drastisch. Ich werde mal... Oh ja, hier geht es definitiv runter. Da werde ich mich auch mal in die Richtung erhalten, jetzt beim Ausleuchten. Weil es würde mich halt schon arg interessieren, was hier hinten abgeht. Ah, siehst du? Das ist zum Beispiel schon wieder... Hier geht es definitiv weiter runter. Eigentlich könnte ich auch so mittendrin mal so ein paar kleinere Inseln lassen, wo ich wirklich komplett dunkel lasse. Und damit nochmal die Monster-Spawn-Rate ein bisschen zu, um die quasi ein bisschen zu provozieren. Okay, hier geht es aber gar nicht so tief runter, wie ich dachte. Interessant. Ich finde es sowieso interessant, dass hier sowieso so eine riesige Mega-Höhle ist, weil die kommen eigentlich erst ab minus 1000 und ich bezweifle, dass wir schon bei minus 1000 sind. Das wage ich einfach mal ganz, ganz stark zu bezweifeln. Oha. Gut, das Ding leuchtet mal ein bisschen besser aus, damit ich hier nicht außerdem irgendwo reinfalle. Das Ding sieht ja doch ein bisschen gefährlicher aus, genauso wie hier. Was ist das hier? Na gut, hier bleibt es relativ flach. Aber dennoch. Oh ja, hier geht's. Hier ist irgendwo. Alter, was ist denn das hier, ey? Also hier wird es definitiv noch arg verzweigter. Das da hinten ist ja eher so eine riesige Blase. Aber hier ist richtig Verzweigung, hier ist richtig Komplexität im Spiel. Hier gibt es noch ein paar Höhlen in den Höhlen. Ja, mittlerweile gehen uns die Fackeln auch tatsächlich aus. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue oder eher traurig bin. Aber wahrscheinlich ist es in der Praxis ein Gemisch aus beidem. So, machen wir hier noch eine Fackel hin und dann denke ich mal, haben wir es. Okay, dann ab nach Hause. Ja, dann soll es das mit der Aktion erstmal gewesen sein. Wir haben immerhin ein bisschen was bekommen. Naja, es ist und bleibt ein nicht ganz so schönes Träumchen, aber was soll's. So, ihr kommt auch da mit rein. Ich muss mal gucken, die Folge dürfte doch schon fast vorbei sein von der Zeit her. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. 3 GB, 1,5. Digga, was ist das für. Hä? Habe ich hier jetzt einen Fehler gemacht? Warum unterscheidet sich von der Größe ja so extrem? Sollte so eigentlich nicht sein. Ne, halbe Stunde. Oh, 40 Minuten. Aha. Da habe ich aber eine Folge ganz schön überzogen. Ja gut. Okay, egal. Schauen wir mal vor.